Heute wird es blumig, meine Dekohasen. Ich liebe diese Deko. Gerade war ich noch als Elf unterwegs, vielleicht habt ihr das gesehen. Ich bin jetzt ganz neu auf TikTok, stylyourhome.info findet ihr mich. Und da werde ich lauter spaßige Sachen machen. Ich finde meinen Elfenstyle ziemlich cool. Jetzt wird es aber auf jeden Fall blumig bei uns. Und dazu habe ich ganz, ganz viele Deko-Ideen mitgebracht. Das heißt, hier steht alles voll, kann ich euch mal zeigen. Voll Vasen, alles, was ich so habe, Blumen, all das zeige ich euch und freue mich auf eine schöne Deko-Sprechstunde. Immer wieder mittwochs 19 Uhr bei stylyourhome.tv und begrüße die Ingrid und die Gabi, Andrea und Birgit. Hallo, meine Lieben, Rainer sehe ich auch. Ingrid, genau, liebe Heike, Hallöchen und guten Abend auch an dich. Also, was ich euch natürlich gerne zeigen möchte, ist, welche Blumen passen in welche Vase. Das wird also ein bisschen actionreich, damit ihr auch genau wisst, was passt gut zusammen, was gefällt euch. Es ist ja auch immer, ne, schick ist, was gefällt. Deswegen kann ich alles zusammen variieren und euch zeigen. Und wenn ihr sagt, ja, das gefällt mir, dann könnt ihr in den Shop gehen und euch das schnappen. Liebe Jasmin, Hallöchen, Bärbel, Ilona, Carola, guten Abend, meine Liebe. Ja, also guckt mal, das ist doch wohl. Da geht doch das Herz auf, oder? Ich fange direkt schon mal mit meiner Lieblingsdeko an heute. Angela, Hallöchen, Hannelore, grüß dich. Schön, dass ihr dabei seid. Also, ihr seht, ne, es wird auch ein bisschen bäriger wieder. Also zu dem Rosa kann man sehr, sehr gut alle Rosé-Töne, aber auch Lila-Violett-Töne, Bärentöne kombinieren. Je mehr so unterschiedliche Farbtöne, desto schöner finde ich auch fürs Auge. Hallo, liebe Lara. Hallo, Heike. Grüß dich. Super schön, dass du danke sehr. Tolle Farbkombi, ne? Danke, freut mich auch. Hallo, liebe Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Carola, auch an dich ganz, ganz liebe Grüße. Karin, schönen guten Abend auch für dich. Hallo, Lisa. Schön, dass ihr da seid. Also, ich zeige es gerne nochmal ein bisschen. Christina, Hallöchen. Das ist doch auch, ne? Das gefällt dir bestimmt auch. Genau, wunderschön. Ah, ja, wow, genau. Hallo Dagmar, Brigitte, Ulrich, perfekt, tolle Runde, vielen Dank. Schön, dass ich euch das direkt auch zeigen kann. Liebe Sandra, auch dir, Irene. Na, einen schönen Abend in die Runde wünscht sie. Genau, das ist sehr, sehr lieb. Immer wieder mittwochs 19 Uhr, seid ihr herzlich eingeladen. Wir sind mittlerweile schon, ja, doch, über 3 Jahre zusammen bei stylyourhome.tv. Unsere Dekohasen und wir dekorieren immer zusammen, Mittwochabend 19 Uhr und sonntags um 11. Und sagt gerne auch mal, wenn ihr einfach neu vorbeischaut, gerne Hallo, damit wir auch wissen, dass ihr da seid. Wir begrüßen jeden neuen Dekohasen und Dekofreund sehr, sehr gerne in der Runde und haben einfach Spaß an Dekorationen, um uns auszutauschen, um auch das mal ein bisschen näher zu sehen, nicht nur auf dem Foto, wie es im Shop ist, sondern auch mal, wie man es dekorieren kann, wie man es kombinieren kann. Und dazu seid ihr auch herzlich eingeladen zu sagen, ja, Stefanie, zeig mal die Vase mit der Blume, mach mal, das mache ich heute. Und möchte euch da die Kombination zeigen. Erstmal hier nochmal ganz nah für euch die Kombination mit den alt-roséfarbenen Kerzen, auch mal die Kugelkerze, Efeu. Unten drunter habe ich das ganz große Tablett, 40 cm, und den schönen Perlenuntersetzer mit 30 cm. Und dann, das fand ich nämlich auch ganz raffiniert, kann man durchaus auch mal den gleichen Blumenstrauß, wenn man ihn zweimal hat, in zwei Vasen geben und diese unterschiedliche Höhe haben. Es gibt da, ich finde übrigens zu diesem, ja, diesen Purple-Ton, diesen Violett-Ton, hallo Carola, finde ich auch diese Vase in diesem Bäreton perfekt und traumhaft schön. Also das passt wirklich ideal. Die gibt es auch in Heilrosa, die gibt es in Champagner. Ich habe sie auch alle da in den Varianten, die wir noch vorrätig haben. Und da macht es wirklich Sinn, sich eine kleine und eine große zu schnappen. Die kleine hat so 60 cm, die große, waren, glaube ich, 25. Na, 30 cm sind es nicht, nach Augenmaß. Und dann kannst du nämlich die unterschiedlichen Größen der Vasen mit den gleichen Blumenstrauß bestücken. Und so kriegst du nämlich eine Wahnsinnsblumenpracht. Genau das, was ihr jetzt auch so toll findet und ich auch, wo das Blumenherz aufgeht. Was einfach romantisch aussieht und richtig im Blickfang. Also da muss man hingucken, da geht kein Blick vorbei. Die ziehen einfach die Blicke magisch an. Ich zeige euch gleich nochmal den Blumenstrauß auch näher. Hallo, liebe Sonja und Bärbel, sage ich auch Hallöchen. Gabriele, Marion, schön, dass ihr dabei seid.
Und zu Blumen ist natürlich schön, dass man da noch mal Kerzen hat, dass man Licht hat. LED-Kerzen sind natürlich ideal, weil dann kann man das auch ein bisschen enger stellen. Man braucht keine Angst haben, dass hier was in Flammen aufgeht. Das ist natürlich das besonders Schöne an den LED-Kerzen. Das macht schon Sinn. Und so wie ich da auch bei den Kerzen die unterschiedlichen Größen habe, hier nochmal die unterschiedlichen Größen bei den Vasen. Und somit sieht das da auch so toll aus und dass das uns gefällt, was das Auge einfach auch gerne mag, diese Höhenunterschiede. So, Vivi ist auch zu Hause angekommen. Hallöchen. Brigitte, die Blumen sehen super aus, ja, ne? Dankeschön. Ein Blumenmeer, ganz genau. Also hinten ist ja auch traumhaft. Eines schöner als die anderen Sachen. Den finde ich auch toll. Wir haben den ja noch zum Muttertagsset in Rosé auch noch zu dem Aktionspreis gelassen. Und viele haben sich das ja von euch auch geschnappt. Die ersten haben es vielleicht auch schon zu Hause. Was haben wir heute? Mittwoch? Ja, vielleicht kriegt das gerade. Vielleicht ist es auch schon angekommen, aber ich glaube, morgen werden wahrscheinlich die restlichen Pakete da sein. Und du hast immer hier eine Hortensie, eine Rose, in dem Fall etwas heller, hellrosé, und eine in Purple und eine tolle Pfingstrose. Alles so in diesem rosa Bärenton, Purple-Ton, traumhaft schön, finde ich. Schon direkt gebunden, fertig zum Dekorieren. Kann man auch auseinandernehmen, dann hättest du die Blüten auch alle einzeln. Das kann man also auch machen, aber so ist es schon mal direkt dekoriert und sieht doch so schön aus. Passt also auch toll zu dem Altrosé von den Kerzen, muss ich sagen. Ein toller gebundener Blumenstrauß. So. Sonja, schöne Farben hat der Strauß. Auf jeden Fall richtig, ja, bezaubernd, ne? So wie ich es geschrieben habe. Hallo, liebe Heike. Das ist auf jeden Fall schon mal was, wo ich euch auch gerne durchaus die Vasen, guck mal, das kannst du hier auch die größere hinstellen mit dem Blumenstrauß in dem Bäreton. Ihr habt sie ja auch in Rosa und auch in Champagner. Ne, dann seht ihr, das ist so nochmal eine hellere Nuance. Würde dann zu dem großen Strauß in Rosa besser passen. Liebe Ute, Hallöchen. So, also das ist schon mal das eine. Ich kann mich kaum von trennen, weil es wirklich so, so süß ist. Aber ich habe ja noch ein paar Sachen vorbereitet. Tipp nochmal am Rande, auch für Windlicht und sowas, wenn ihr Blumensträuße reinlegen möchtet. Gerade wir sind ja ein bisschen in Rosa heute unterwegs. Gibt es den Pinkton und neu den helleren Rosaton, die Dekosteine 1 Kilo. Da kann man sehr gut Windlichter ein bisschen aufheben und die Blumen da auch reinstecken. Geht zum Beispiel, würde ich das jetzt mal machen, mit dem Windlicht. Das ganz große Krakelee. Oben ein bisschen Kupfer. Also Brigitte müsste ich gleich schon sagen, hey, hab ich. Genau. Da könnte man auch schön den Dekosand unten reingeben und die Blumen auch reintun. Das können wir gerne auch alles ausprobieren. Jetzt erstmal nach und nach die Sachen. Ja, Sonja, das ein oder andere habe ich jetzt auch gerade in der Story gepostet, weil ich das so witzig fand. Ich probiere ja gerade aus auf TikTok so die Videos und die haben dann natürlich da so Special Effects, aber du kannst das auch tatsächlich auf Facebook und auf die Stories übertragen. Aber das ist nochmal eine andere Plattform, wo wir ein bisschen Blödsinn machen. Aber das, was besonders gut ist, holen wir vielleicht auch rüber. Kann man ja teilen auf Facebook. Genau, nur wer mag, sagte wie. Ja. So, guck mal, das wollte ich euch auch unbedingt mitgeben. Die Kombination, wer die Rosen hat, probiert es auch sehr gerne mit dem Windlicht. Da haben ja schon viele sich auch die Rosen geschnappt. Und das habt ihr richtig gemacht, weil für den tollen Preis ist ja unser Angebot der Woche. Die drei Rosensträuße sind halt wirklich üppig schön. Ich habe schon die ersten Dekofotos gesehen von Sarah zum Beispiel. Also ganz, ganz großartig. Das heißt, die ersten Pakete sind auch schon angekommen. Guck mal, kombiniert das gerne mit dem Windlicht hier. Warte, hier ist ein kleines Haar. So. Mystery mit den Rosen. Weil hier sind ja auch nochmal auf dem Geweih diese Rosen und Magnolien, die passen nämlich genau super schön auch mit den Rosen zusammen. Ich finde das eine ganz tolle Balkondekoration. Und auch so für den Gartentisch, muss ich sagen, oder fürs Gartenhäuschen. Kam heute Angela, super, ne? Ist wirklich ein Traum. Christina sagt auch sehr hübsch.
Dolores, hallo, das ist aber auch ein toller Name. Schön, dass du dabei bist. Also das, wie gesagt, das Schöne ist, genau, die ersten Blumensträuße sind schon von Sonntag bei euch zu Hause angekommen. Und ich glaube, ich habe auch wirklich nicht zu viel versprochen. Ich kann zwar viel zeigen im Video, aber ich glaube, wenn sie in der Natur nochmal zu sehen sind, ist das, glaube ich, nochmal ein Wahnsinnseffekt. Hallo Kerstin, Karin, meine Rosen sind heute auch gekommen, wunderschön. Das freut mich. Ich glaube, da habt ihr auch alles richtig gemacht und tatsächlich auch wieder ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das möchte ich hier nochmal betonen an der Stelle, falls der ein oder andere hier einen O-Ton äußert. Ne? Haben wir ja schon mal. Deswegen kann ich hier wirklich stolz sagen, dass wir ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Aber ich weiß, unsere Deko-Hasen, die regelmäßig auch bei uns dabei sind und shoppen, wissen das und nutzen auch die tollen Angebote. Das finde ich großartig. Und so sind wir in unserer schönen Deko-Familie. Hannelore schreibt, meine sind heute auch gekommen. Sehr gut, sehr gut. Dann könnt ihr ja wahnsinnig schön dekorieren. Da können wir gerne noch mal ein bisschen mixen und schauen, wo passen sie am besten rein. Ich hatte euch Sonntag her auch gesagt, dass es eine schöne Idee wäre, zu sagen, eine große und eine kleine Vase. Ach, nehmen wir doch noch mal die, weil es gerade so schön ist, weil wir die gerade am Start haben. Das kann man ja auch durchaus mal hinlegen. Oh ja, das ist auch schön. Guck mal hier. Einfach so ein bisschen mit. Oder durchaus mal auf die Blume drauf. Mut zur Lücke, würde ich sagen. Geht doch. Guck mal, wie geil. So. Werden die Blümchen auch schön beleuchtet. Ah, Vivi hat gerade einen kleinen gucken lassen hier. Ist immer gut, wenn man aufmerksam unterwegs ist. So, und zwar, ist gar nicht mehr, ich glaube, die Rosa in der einen und das dunklere, das Pink und das Weiß in der anderen, das durchaus auch ein bisschen höhenversetzt. Das hält ja in sich ganz, ganz gut. Und dann kann man nämlich auch wieder hier eine große und eine kleine Vase mit den zwei Blumensträußen, kann man sogar noch ein bisschen reinmachen. So, und nach vorne. Ein bisschen auseinander, damit es üppiger wirkt. Ja, das macht nur Sinn bei künstlichen Blumen. Ja, das machen wir nicht bei echten Blumen, falls hier jemand zuguckt und denkt, was macht ihr mit den Blumen? So, das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee, dass man das so ein bisschen höhenversetzt auch dekoriert. Hat noch keiner gesehen? Verstehe. Huh, ah, so, du kommst wieder da drauf. Kann nicht zu warm sein. Ist ja LED, bleibt ja kalt. So, Sabrina, du warst ja heute ganz fleißig. So kommen sie gut zur Geltung, sagt die Karin. Mhm. Finde ich doch auch. Ich lege mich ja noch ein bisschen dahinter. Und so hat man wirklich, gerade für die Rosen auch, ne? Da kommt jeder Strauß für sich gut raus. Kann man dann aber auch nochmal wieder variieren. Schwuppstich. Wenn man, was ich nämlich auch sehr schön finde, da sind noch zwei von da. Ich sage es gerne gleich schon rechtzeitig. Gucken wir mal ein bisschen nach unten. So. Ja, ah, die sind auch schön da hinten. Ne? Ich lasse mal das Teelicht, den Teelichthalter drin, weil das kann man so ein bisschen auch als Stütze nehmen, damit die Blumen nämlich ein bisschen höher stehen. Dann stehen die ganz magisch sozusagen, sieht man das, auf dem Teelichthalter. Jetzt könnte man, wenn man wollte, unten noch Steine reinmachen, muss man aber gar nicht. Ich finde das total gut, dass die da hier auf diesem, warte mal, ich kann das bestimmt auch rausholen und euch zeigen. Genau, ja, siehst du mal, stehen die auf dem Teelichthalter. Und so kann man das Ganze nämlich auch schön dekorieren. Also wer mag, davon sind noch die zwei letzten da. Ich bin geflecht. Ich habe tatsächlich ein Überraschungspaket bekommen. Nicht traurig sein, wenn sie sollten gleich weg sein. Ich habe extra nichts gesagt, aber wir packen nächste Woche auch gerne wieder neu. Wie ist es mit den Überraschungspaketen nach Österreich? Gut, dass du sagst. Das ist natürlich auch ein Thema, aber ganz ehrlich, da ich ja heute schon
Thema Österreich hatte, möchte ich mal sagen, wir haben ja gesagt, die Überraschungspakete sind immer inklusive Versandkosten, sind schon ausverkauft. Gut, Irene kommt aber wieder. Wir haben das für nächste Woche, haben wir uns das geplant. Mal sehen, ob wir das schaffen, wie viel wir schaffen. Kommt aber. Wir haben gerade erst angefangen, deswegen haben wir das auch nicht gepostet. Und ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil es zum Thema kam. Das heißt, nicht traurig sein, die kommen. Und dann sagen wir auch versandkostenfrei, auch nach Österreich. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen da eine Freude machen. Warten wir bis nächste Woche. Genau, kommt noch was nach, Vivi. Du sagst es. Und Vivi, du hast es auch einmal gehört und festgehalten. Auch nach Österreich machen wir die Versandkosten frei, weil die sind ja fertig gepackt. Da kann auch nichts dazu gepackt werden. Deswegen haben wir die immer inklusive den Versandkosten. Und oh, Angela. Dann sollte es nicht sein, dann sollte es vielleicht nächste Woche sein. Ne? Also, ihr wisst doch, und das Schöne ist, die sind ja ganz, ganz unterschiedlich, mit unterschiedlichen Farbrichtungen, aber so, dass es schon ein bisschen zusammenpasst. Da gucken wir schon extra drauf. Und da soll immer schon das Richtige zu dem Richtigen kommen. Bis jetzt hat es immer gut geklappt. Jeder hat seine Lieblingsfarbe, gekriegt, was auch immer wahnsinnig ein Zufall ist, was wir auch nicht wissen, weil die sind halt wirklich fertig gepackt. Da kommt nur ein Aufkleber drauf, für die Versandkosten, wo es hin soll. Und dann, schicken wir da mit lieben Grüßen eine gute Reise, ne, Sabrina? Du sagst ja immer mit den besten Wünschen, schicken wir die Pakete auf die Reise, dass es heil ankommt. Aber die sind ja auch gut verpackt. Und da war Sabrina nämlich heute so fleißig, dass du das, was ich kurz anklingen habe lassen, aber nicht ausgesprochen. Da war die Sabrina heute schon mal dran und wir machen natürlich auch weiter, müssen ja so ein bisschen das Hütchen räumen aus der Ecke. Ne? Also da nicht traurig sein, dass, wenn, dann sollte es so sein, weil das Richtige noch auf euch wartet. Jetzt warten aber auf jeden Fall die Blumen auf euch. Also das finde ich, wie gesagt, auch sehr schön. Das kann man hier gut in die Mitte stellen. Das ist eben das Tolle an dem Blumenstrauß, weil es eben drei Blumensträuße sind, kann man das mitten auf den Tisch stellen und von jeder Seite sieht es aus, als ob es die richtige Seite ist. Ja, es gibt also nur Schokoladenseiten und wenn man von oben guckt, sieht das natürlich auch immer sehr, sehr schön aus. Ja, Gabi, ganz genau. Das ist ein Thema, aber bis jetzt hat ja immer alles gut geklappt. Rosentimo, genau. Du sagst es, ich weiß, du bist ein Rosenliebhaber. Du warst einer derjenigen, weshalb wir auch letztes Jahr mit den Rosen oder vor 2 Jahren begonnen haben, weil du nämlich nachgefragt hast nach Rosen und deswegen haben wir uns da auf die Pirsch gemacht und haben ja ganz, ganz tolle Rosen auch gefunden und jetzt sind sie gar nicht mehr wegzudenken. Immer, wie letztes Jahr auch schon dieses Jahr, immer vor Muttertag haben wir einen Schwung an tollen Rosen, die wir uns rausgesucht haben, die wir besonders schön finden. Ist immer die einzige Zeit im Jahr, tatsächlich jetzt, wo es Rosen bei uns gibt. Ansonsten gibt es keine Rosen. Also das, was noch im Lager ist, ist natürlich im Shop. Dann kannst du natürlich schauen. Genau, Angela. Hallo, Angelika. So, also deswegen, genau, Rosen gibt es bei uns immer zur Zeit vor Muttertag. Also deswegen da jetzt das Highlight und gerne auch ein bisschen geschaut, was kann man kombinieren. Und da habe ich auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen was gezeigt. Also großartig, wie gesagt, finde ich wirklich hier das Majestic Windlicht mit den Rosen, finde ich ganz, ganz toll. Süß auch mit der Orchidee. Habe ich hier auf die goldene Schale mit den Vögelchen. Die Kugelkerze, das ist die kleinere, gibt es ja auch in groß, genau, die kann ich auch mal hier wechseln. Die hatte ich ja hier auf dem Teller. Soweit ich weiß, gibt es da auch einen Aktionspreis drauf. Guckt mal nach, die einzigen Mengen auch. So, das wäre doch hier, da würde die größere sogar noch ein bisschen besser passen. Und dann kann man natürlich hier das auch einfach ein bisschen zurecht biegen, dass es dann auch rund ist. Und dann passt das nämlich auch sehr schön um die Kugelkerze drumherum. Guckt mal. Das ist auch was so richtig für einen Wellness-Tag, oder? Planschi, Wanschi.
Badewanne. Also ich habe früher meine Mutter mal nie verstanden, dass sie Stunden in der Badewanne, also eine Stunde war schneller weg, als du gucken konntest. Und habe das immer als Kind nie verstanden. Also das war mir immer zu langweilig und das Wasser zu heiß und irgendwie wusste ich, und meine Mutter aber auch schön in aller Seelenruhe hat sie die Kinder, ne, uns antanzen lassen. Wir haben uns dann daneben gesetzt, an der Wand angelehnt und haben eben erzählt, was die ganze Woche so war und was wir erlebt haben. Und dann hat sie sich dazu quatschen lassen, weil sie da schön in der Badewanne relaxen konnte. Heute verstehe ich das. Wahnsinn. Ich kann da also 2 Stunden, habe ich das Handy und Netflix an, das ist gar kein Problem. Und dann haben wir tatsächlich auch einen schönen Duft im Bad, immer wieder wechselnd. Gerade ist ja der Feigenduft, dieser Luxury Dream, den mag ich gerade besonders gerne, weil es noch ein bisschen kalt ist. Also der ist schon echt richtig schön gemütlich. Und dann auch so ein bisschen blumig und durchaus auch nochmal so eine LED-Kerze. Und da kann man sich's richtig schön gut gehen lassen. Das ist kein Wunder, wenn man nicht mehr aus der Badewanne rauskommt. So, Cornelia, total schön. Hab mir die Kornorchideen in grün-rosa bestellt. Ein Traum. Kornorchideen. Korn. Sowas. Ja, ich zeige gleich mal alle Orchideen, Cornelia. Das ist ein guter Tipp. Das ist jetzt die neueste, die wir haben. Einen kleinen Zweig, den man nochmal schön auch gut biegen und dekorieren kann. Christina, Glückwunsch. Ach so, alles klar, super, super. Das finde ich wirklich eine schöne Idee, auch für so eine kleine Wellness-Oase. Wenn ihr euch eine Wellness-Oase schaffen möchtet, wird er auch zum Buddha zusammen sehr, sehr gut harmonieren, finde ich. Das kann man schön zu dem Buddha dazustellen. Jennifer, das mach mal. So, das ist auf jeden Fall unbedingt auch eine sehr schöne Deko-Idee. Ich wollte gerade noch mal schauen. Das hatte ich mir nämlich überlegt, ob man das auch so ein bisschen kombinieren kann, dass man einfach die Blümchen auf den Teller legt. Oh ja, auch nicht verkehrt. So, passt gut zum Buddha, ne, Ulrich? Genau. So, dann habe ich apropos jongliere, jongliere. Ja, gut. So, ja, ich habe was hier im Weg steht. Guck mal. Riesig. Alles das zeige ich euch gleich noch nach und nach. Ein bisschen Platz schaffen an der Seite. Die Dekosteine tun wir mal weg. So. Dann haben wir das nächste schöne Tellerchen extra mal ein bisschen hochgehoben. Mit verschiedenen Orchideen und auch nochmal mit den rosa Windlichtern. Mit den Korngräsern tatsächlich in dem Fall. Und das auf dem goldenen Teller. So, mal ein bisschen mit Abstand, dass man das auch sehen kann. Habe ich in dem Fall nämlich auch hier, das ist so witzig. Guck mal. Ja, genau, da kann ich jetzt mal alle Tricks zeigen. Dafür ist ja so eine Deko-Sprechstunde auch da. Zum einen die ganz lange Orchidee so ringsrum massakriert und gebogen, dass die gut auf das Tablett passt. Das ist nämlich die ganz lange große rosa Orchidee in der Real-Touch-Qualität. Also die fühlt sich täuschend echt an, die sieht auch wirklich täuschend echt aus mit den Knospen und den 2 Zweigen. Also richtig, richtig schön. Und weil die aber auch so groß ist, finde ich, kann man die durchaus auch gut legen. Und dann hatte ich mir die nämlich hier so, was hatte ich gemacht? Das über das Windlicht hier, genau, gegeben als Bogen. Jetzt muss ich mache hier erstmal Platz, damit ich was sehe. So, also das fand ich genau, das fand ich schön, so ein bisschen hinzulegen. Und dann hatte ich mir nämlich hier auch noch Dekosteine hingetan, damit ich das Windlicht auch ein bisschen erhöhen kann. Und dann fand ich das nämlich auch schon sehr, sehr schön. Also durchaus, wie gesagt, wenn hier nämlich der Teller, der ist ja so ein bisschen gewölbt nach innen. Hier steht das kleine Teelicht schon gerade. Und hier noch ein bisschen nach innen. Wir haben unsere Dekobeutel ja immer ausgeleert. Wir haben ja, ne, gibt ja zu jedem Dekopaket ein Haribo-Päckchen. Als kleines Dankeschön, als kleinen Gruß von uns, von Style Your Home, ist in jedem Dekopaket ein kleines Haribo.
Und die leeren Dosen heben wir mal auf. Also die werden bei uns insofern recycelt, als dass da die Dekosteine, mit denen wir dekorieren, reinkommen. So. Und da kann man nämlich schön nochmal was geben, um den Teller zu begradigen und das Windlicht nämlich gerade hinzustellen. Ihr seht also Insider-Tipps hier heute. Ja, klar, Jennifer. So. Und schon stehen nämlich die Windlichter auch auf dem kleineren goldenen Teller schön gerade. Hallo, Papilein. Guck mal, liebe Grüße auch nach Ungarn, genau. Sehr schön, hat es geklappt mit dem Internet. Das ist wunderbar. Und hier habe ich jetzt in dem Fall auch noch mal zwei dieser neuen Orchideenzweige reingegeben. Die haben ja so einen tollen, und seht ihr, so einen tollen Fuchsia-Ton. Den finde ich sehr, sehr schön. Die sind sehr zart. Kann man auch durchaus mal zwei reinnehmen. Dann eine Lilie. So. Und da haben wir auch eine Überraschung für nächste Woche schon mal vorgeplant. Wer das gelesen hat, da könnt ihr euch also auch drauf freuen, noch rechtzeitig. Und das ist die schöne pinkfarbene und für die Farbe der kleine Efeu-Zweig, ne, der im Prinzip auch nochmal gebunden ist. Das ist immer ganz praktisch, weil tatsächlich hatte ich das erst so drin. Und dann dachte ich mir, aber irgendwie fehlt noch was, irgendwie fehlt noch was. Und dann wusste ich was, es war was Grünes. Und da kannst du sehr schön mit dem Efeu nochmal arbeiten. Und das gefällt mir dann schon sehr gut, weil das nochmal ein toller Eyecatcher ist. So, und dann dachte ich mir, ja, so geht's. So, sehr schön. Also, das auf jeden Fall. Auch eine schöne blumige Orchideenoase, also alles im Sinne der schönen Orchideen und Lilie. Wobei ich, bei dem muss ich euch auch gerade noch zeigen, großartig diese, das ist der Kahn, die, warte mal, die ist doch hier hinten, genau. Liebe Cornelia, diese meinst du, ne? Diese, genau. Die habe ich doch bei dir gesehen, dass du die bestellt hast. Die ist auch wirklich richtig, richtig schön. Die sieht auch einzeln, siehst du schon, sehr, sehr toll aus. Sieht aber zu dritt auch nochmal richtig üppig aus. Vor allem, wenn man das auch kombiniert, ich hole die mal aus der Vase raus, mit dem schönen Pampasgras. Kann man jetzt hier zum Beispiel, ja, schwierig mit dem, die sind halt schon lang. So. Aber auch ein bisschen zeigen, guck mal, Tipp von mir, die haben hier verschiedene kleine Flügelchen, kann man so ein bisschen auseinander biegen. Meine Güte, so wird es eingebogen. Das finde ich sehr, sehr schön in der Farbkombination. Geht aber natürlich auch mit dem Champagnerton und dem Cremeton. Könnte man sogar auch variieren. Jetzt mache ich es einfach, ich gehe nach hinten. So. Ist auch viel cleverer. Kann man das so ein bisschen versetzen, würde ich eher sagen, dass das auch gut zum Vorschein kommt. Ne? Oder das Pampasgras ist super in der Farbe, auf jeden Fall. Die neuen Lilien sind auch geil. Genau, wobei ich ja bei der, bei der gelesen habe und habe das voll abgefeiert und denke so: Ja, Tigerlilie. Ja, es heißt Tigerlilie. Ich habe aber, das hatte Vivi geschrieben und ich so, ah, wie cool, Tigerlilie, voll der geile Name. Nee, und Vivi war ganz aufgelöst, sagte, ich habe doch Lilie geschrieben, ich habe doch Lilie geschrieben und ich so, oh ja. Der freudsche Fehler. Ich lese Tigerlilie und bin unterwegs und lache mich komplett schlapp. Ja, ne, naja, hat sie auf jeden Fall. Also. Ich nenne sie jetzt liebevoll Tigerlilie. Die Tigerlilie in Pink und in Creme haben wir sie. Ich zeige euch noch die andere Farbe. Ach hier. Jetzt seht ihr die Blumen vor lauter Blumen, nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen. Die sind toll, sagt Irene. Ne? Die ist auch klasse, weil die so ringsherum schön sind. Ne? Das finde ich ganz praktisch. Die kannst du halt auch wirklich
mitten in die mitten auf den Tisch stellen, beziehungsweise so mitten in den Raum oder vor einem Spiegel, als vielleicht wenn du einen Bodenspiegel hast, für eine Bodenvase finde ich das schön, oder niedriges Sideboard im Flur und hast dann noch den Spiegel. Weil alles, was sich spiegelt, sollte halt von allen Seiten schön sein. Ne? Das ist blöd, wenn das nur von einer Seite und du siehst im Spiegel ja die Rückseite und die ist dann nicht schön. Das ist doof. Deswegen ist vor einem Spiegel immer angesagt, was zu dekorieren, was von allen Seiten schön ist. Ne? So, kannst du die weiße Lilie mit der Orchidee mal kombinieren? Aber na logisch, na logisch. Die Tigerlilie wird kombiniert, meine Liebe. So. Schau mal. So. Oh, ein schöner Farbtupfer, nicht? Warst jetzt bei die zwei meinst du, ne? Tigerlilie sieht toll aus. Ja, auf jeden Fall. Also kannst du auch schön kombinieren. Ich würde nochmal auch hier gerne so einen Farbtupfer nochmal mit reingeben. Fände ich ganz gut. Und ja, ach, guck mal. Ich stech mich hier noch selbst. Guck mal, so, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da siehst du das nämlich ganz gut. Da habe ich im Prinzip alle der großen langstieligen Orchideen, die Tigerlilien und die Kahnorchideen zusammen gemixt. Creme und Weiß ist der Hammer. Also, ne, das siehst du hinten auch wirklich sehr schön. Das sieht jetzt echt gut üppig aus. Das liegt daran, weil die Blütenköpfe auch unterschiedlich von der Größe sind. So, gehe ich doch durchaus gerne mal rein und guck mal nach links und guck mal nach rechts. So, ich hoffe, du konntest dir einen Eindruck machen, mir ist ganz, wow, ganz duselig. So. Ja, da sind wir wieder. Ich lasse mal so ein bisschen im Bild. Das nenne ich mal sehr opulent, da hast du recht. Lieber Ulrich. Wer kann, der kann. Ja, Angela, ne, Irene, also ich lasse es mal so stehen, ich finde es auch großartig, vor allem in der großen Vase. Die Größe der Vase haben wir, ich glaube, noch einmal in Beere und noch in diesem schönen Salbei-Grünton. Kannst du also auch gut kombinieren. Fällt mir ein, die hätte ich natürlich auch noch mitnehmen können. Aber lass uns doch einmal die tolle Vase nehmen und da gerne ein bisschen kombinieren. Ich glaube, das ist auch noch was für den Ton. Wir gehen mal gerne in den Cremeton. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Die haben wir auch noch mal auch in die habe ich doch mitgenommen. Also, die gibt es nämlich auch noch in Creme. Cremegrün, die hat auch wirklich üppig die Blüten. Findet ihr unter Orchideen, wenn ihr im Shop schaut. Wunder mich, was ich mit der anderen Farbe gemacht habe. Muss ich geträumt haben, dass ich die mitgenommen habe. So, dann gehen wir aber mal gerne hier rein. Das seht ihr schon, da könnte man durchaus auch noch was kürzen. Aber vom Ton her durchaus eine schöne Variante. Also das würde ich überall so ein bisschen noch kürzen. So, guck mal, das mache ich mal nach vorne. Und da würde ich, glaube ich, noch ein bisschen aufstocken. Aber vom Ton her, doch. Was sagt ihr? Zu der Vase passt mega die Lilie. Ja. Auf jeden Fall. Nee, nicht die in Pink, wir machen einfach von hier hinten, nehmen wir nochmal. So. Ui. Okay, der Blumenstrauß ist gleich nicht mehr so schön. Der wird hier auseinandergerupft. Die habe ich nämlich schon ein bisschen kleiner. Dann kann man das durchaus auch hier nochmal, warte mal, zuerst die reinstopfen. Zack. Oh. Warte mal, ich stelle mich mal so davor, damit ihr es besser seht. Das, guck mal, da brauchst du eigentlich. Sieht auch schon ziemlich geil aus, ne? Manchmal ist auch weniger auch mehr. Ich mag zwar wirklich lieber üppige Blumensträuße, aber so, wenn ich
jetzt irgendwie so ein edles Hotelzimmer dekorieren sollte oder so mal, ne, was Schickes, wenn es heißt hier Stefanie, schick, dann ist das schon geil, ne? Ja, Bärbel, ne? Das Bild hat Vivi für mich gemalt. In dem Fall jetzt uns. Das finde ich auch schön. Hat die Vivi gemalt. So, also das, ja, kannst du nichts anderes sagen. Das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Und dann gehen wir gerne nochmal auch mit der Tigerlilie einher. Und vielleicht nochmal die andere Kahnorchidee auch noch ein bisschen größer. Warte mal, dann nehme ich die aber nochmal raus. Dass man sagt, man hat die im Prinzip ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. Und jetzt komme ich wieder dahin, wo es mir Spaß macht, in die üppigen Blumensträuße. Aber dann würde ich hier hinten, ich würde die Pampasgräser auch tatsächlich noch ein bisschen kürzen eventuell. Aber dafür, warte, ich zeige es euch mal so, kann man das auch so ein bisschen... Warte. Da geht noch was. Komm mal her. Ah, warte, da irgendwo hängt's. So. Reingezaubert. Ja, also die sind wirklich schön. Die sind wirklich traumhaft schön, muss man schon sagen. Kann man gut machen und gerade auch mit der grauen Vase. So wirkt es sehr elegant, sagt der Ulrich. Guck mal. Sehr schön. Bianca, du liebe Maus. Kann man auch die, warte, ich knabber schon am Gras, kann man auch die Orchideen unter Neuheiten finden? Der Fuchs ist wieder unterwegs. Ich glaube, die Orchideen, nicht unter Neuheiten, am besten guckst du unter Kunstblumen und hast oben ja die Kategorie Orchideen, da findet man sie am schnellsten. Ne? So, also das mit den edlen Pampasgräsern, das ist halt wirklich schon sehr schön. Da fällt mir ein, ja, da gehe ich doch nochmal hier in die Richtung, weil ich finde nämlich auch für die schöne Kranichvase, und ich sage nur Luxus 50, er gilt noch, könnt ihr mit 50% Nachlass für euren eigenen persönlichen Code auch noch die Vase schnappen, viele haben es ja schon. Da würde ich aber auch, da brauchen wir auch wirklich, das muss hier auch nochmal eine ganze Ecke. Schnupp. So. Guck mal. Das passt nämlich auch sehr, sehr schön dazu. Hatte ich mal das Pampasgras auch in einem dunkleren Ton oder einem helleren? Ah, heller. Ja, kann man auch nochmal ein bisschen einbiegen, so. Ne? Genau. Ein bisschen so. Auch sehr schön, muss ich sagen. Ne? Weil dann kannst du die Orchideen zu dem, zeig's euch nochmal, zu dem Kranich-Design. Ja klar, Kranich und Kahnorchidee, irgendwie klingt irgendwie wortverwandt. Klingt doch irgendwie wortverwandt. Guck mal. Weil da gibt es auch diesen Ton, diesen Roseton, der ist auch direkt hier in dem Roseton der Iconic-Serie, der Kranich-Serie, findet sich das wieder. Und das Pampasgras mit den Federn von den Kranichen, also das finde ich schon, das finde ich doch ganz cool, muss ich sagen. Passt sehr schön, sagt die Angela. Hallo Alexandra, grüß dich. Ja. Ulrich, sehr schön, reicht schon in dieser Kombi, ne? Denke ich auch. Warte, nochmal vor mich gestellt. So, finde ich auch, kann man so machen, ist gebongt. haben wir gebongt. Dann nehme ich auch gerne nochmal, oh ja, ups, da. So, auch gerne nochmal die Orchideen.
dazu, dass man das auch nochmal sieht, dass das auch hier bei der kleinen Kranichkerze gut passt. Da würde ich vielleicht nochmal den, wie man sagt, so ein bisschen Efeu noch dazu, eventuell, dass es so ein bisschen auch fest ist und das Grün mit zeigt. Ist mir fast zu wenig eine. geht noch eine zweite. Ja, sehe ich doch. Guck mal, aber da, also die Lilien sind halt schon üppig, ne? Muss man schon sagen. Die haben schon eine ordentliche große Blüte. Timo, die Vase in Rosé, in klein und groß, habe ich für meine Mama zum Geburtstag bestellt. Und die Übertöpfe auch. Dann hast du doch hoffentlich auch bestimmt den Gutscheincode Luxus50 genutzt, mein lieber Timo. Und kannst deiner Mama zum Geburtstag eine richtig üppige Freude machen und hast noch richtig schön gespart, 50% für meine Dekohasen mit dem Stichwort Luxus50 zusammengeschrieben. Luxus groß. Ja, genau. Ein schönes Geschenk ist das, ne? Also finde ich auch süß, Timo, auf jeden Fall. Also das würde tatsächlich auch passen. Ich wollte auf jeden Fall aber gerne noch, weil da sind, soweit ich weiß, auch nur noch zwei da, die euch unbedingt nochmal gezeigt haben, weil ich die auch so, so süß finde, mit den aufgesetzten Blumen und auch Schmetterlingen in Weiß-Gold. Von der Größe her, dass ihr das nochmal gesehen habt. Ja, Timo, sehr gut. Sehr gut. Ist dann hier, da müsste man sie tatsächlich schon eher ein bisschen kürzen. Ne? Aber kann man ja auch alles machen. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel bei der Orchidee durchaus auch gesagt, da machen wir doch mal was Kleines draus und dann finde ich das nämlich wieder sehr, sehr süß. Super süß, Cornelia, auf jeden Fall. Die kleine Vase mit den Schmetterlingen liebe ich, sagt die Bärbel. Die ist auch wirklich traumhaft schön. Und ich finde, dann kannst du hier wirklich diese Orchidee, diese lange, die haben wir ganz neu. Die ist sehr schön zart und gerade für so eine zarte Vase ideal. Und da biegst du die einfach so ein und dann hält die hier auch perfekt drin. Und dann finde ich das auch eine schöne Sache, die man auch zum Buddha gut hinstellen kann. Oder einfach so auf die Fensterbank oder auf den Frühstückstisch, ne? Nimmt nicht viel Platz weg, ist aber durchaus präsent und sieht sehr, sehr edel und elegant aus, wie ich finde. Da könnte man jetzt natürlich hergehen und nochmal so eine richtig schöne, große Stumpenkerze hier in Altrosa dazustellen. Guck mal, wie toll das dann auch aussieht. Da wirkt nämlich alles für sich nochmal sehr, sehr gut. Die Vase auch, die Orchidee, alles wird nochmal schön beleuchtet und ist in dem Farbton zusammen. Dann würde ich auch durchaus die große cool finden. Die Lara hat wegen Figuren nachgefragt. Das habe ich verpasst, aber Vivi ist ja auch am Start. Aber trotzdem danke, Bianca, das hatte ich jetzt nicht so gesehen. Sarah hat schon Herzchen, Augen, genau das denke ich mir. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz süße Dekoration. Auch mit dem Schmetterling, Sarah, den du auch zu Hause hast, der Schmetterling mit dem Gold, würde da nochmal schön dazu passen. Den könnte man jetzt hier vor die große altrosa Kerze noch mit dazu stellen, weil dieses Weiß-Gold sich dann von der Vase auch in dem Schmetterling wiederfindet. Das wäre noch eine schöne Kombination, finde ich. Jo, Nicola, hat jemand eine Idee, wie lange die Brenndauer der Stumpenkerzen ist? Da sind ja die Batterien schon drin, ne? Das sind ja Doppel-A-Batterien, kann ich dir auch nochmal zeigen. Und die sind eingelegt. Ich habe jetzt mal gewechselt mit den Solutions. Und tatsächlich leuchten sie sehr, sehr lange. Die genauen Angaben gibt es tatsächlich nicht vom Hersteller direkt. Aber wir wissen ja mittlerweile so aus unserer eigenen Erfahrung, da können die Dekohasen bestimmt auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass sie schon wirklich lange halten. Also ich würde von Monaten sprechen, würde jetzt mal pauschal sagen, deine 3 Monate hält das. Wir haben ja auch eine Zeitschaltuhr von 6 Stunden. Aber
Gerne sagt die anderen auch, was ihr so für ein Gefühl habt von der Leuchtdauer. Ich empfinde sie als eine sehr, sehr lange Leuchtdauer. So, dann haben wir darüber auch gesprochen. So, und dann geht es nochmal weiter. Ich wollte auf jeden Fall, genau apropos auch Blumenarrangements im Wahn, war ja gerade bei den Kerzen, mal nochmal die Windlichter auch zeigen mit den Wiesenblumen. Ja, das ist lang. Cool, auf jeden Fall, du kannst dich da wirklich auf die Qualität verlassen. Auch die Stylio Home Kerzen, die hier hinten überall stehen, die leuchten auch extrem lange. Also da ist ein halbes Jahr auch nichts. Die Erfahrung haben wir alle gemacht. So, das finde ich nämlich auch ganz witzig. Da kannst du durchaus auch mal ein bisschen überstehen. Auch in diesem tollen Grünton fand ich jetzt ganz gut, weil das natürlich so wie eine Wiese aussieht. Es sind ja Wiesenblumen und dann hast du mit den grünen Kerzen die Wiese und die Blumen auf den Windlichtern und so ist das die Wiesenblume. Ne? Fand ich auch witzig. Ich habe die blauen und sie sind sehr sparsam im Batterieverbrauch, sagte Irene. Genau, diese Kerzen gibt es ja in Rot, in Creme, in Grau, in Blau, in Altrosé, in Karamell. Also guckt am besten unter www.stylihome.tv und idealerweise geht ihr oben in die Menüleiste in den Shop und am besten gleich unter LED-Dekoration und dann direkt flammlose Kerzen und dann habt ihr alle Auswahl. Oder gebt im Suchbegriff flammlose Kerzen ein, dann kommt die Kategorie auch direkt. Du hast schon 20 Stück. Ja, sehr schön, Nicola, kann man nicht genug haben. So. Oh je, gute Besserung an Ben, dann nix wie los. Junge, Junge, Junge. Ja, passiert, ne? So, guck mal. Ich habe noch auch die Altrosa, da haben wir nämlich auch noch zwei von. Wollte ich nämlich auch noch mal ein bisschen testen für die Orchideen. Aber das, ja, die sind dann auch sehr tief. Sehr tief. Müsste man im Prinzip da, könnte man nämlich jetzt wieder hergehen und schön hier mit so einem Kilo Deko-Steine oder auch was anderes natürlich ein bisschen aufschütten und dann könnte man das ein bisschen höher setzen. Ne? Dann wäre das auch ganz nett, aber da probiere ich doch noch mal ganz schnell die Rosen. Ja, kann man auch machen. Aber ich muss sagen, mir gefällt das hier in dem Majestic Windlicht. Also da denke ich wirklich an ein Gartenhäuschen und an den Balkon, an die Terrasse. Also da muss ich sagen, gefällt mir das. Ich kann es sogar bei uns am Camper mir vorstellen. Wir werden ja, richten uns ja gerade wieder häuslich ein. Im Garten wird schon ordentlich umgegraben und gepflanzt und so weiter und so weiter. Der erste Rasen wurde auch schon gemäht, schon zweimal. Und da freue ich mich dann, wenn es endlich schöner wird, da wieder draußen auch zu grillen und am Camper zu sein. Ja, Ulrich, ne? Das wäre ganz meins. Ich finde das auch einfach traumhaft schön. Das ist märchenhaft, das ist elegant. Vor allem ist es immer schön. Weißt du kannst halt nach Hause kommen oder wie wir dann eben meinetwegen da an den Camper, du machst nur die Tür auf und dann ist schon der Blumenstrauß auf dem Tisch und wenn du draußen den Tisch deckst, brauchst du es nur rausstellen und dann ist es halt auch gleich frisch und jeder, der kommt, sieht schon von Weitem, dass es einladend ist, dass es hübsch ist. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. Also das finde ich süß. Und wer eben in der Stadt wohnt, wir haben ja viele, viele Dekoristen, die auch in und um Berlin wohnen. Liebe Grüße auch an der Stelle Richtung Berlin. Einmal, dann weiß ich, wenn man natürlich da eher ne, in der Stadt, in der City wohnt, dann ist es umso schöner, wenn man sich so ein bisschen das Gartenflair auch reinholen kann mittels der Dekoration. Das hilft auch schon viel. So, ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, es ist ja schon wieder 10 vor 8. Was habe ich noch zu zeigen? Habe ich noch was zu zeigen? Ja, ein was noch. Ich habe zwar alle Vasen jetzt hier mit, denn ich wollte euch auch noch mal diesen schönen dunklen Ton zeigen. Das kann man jetzt gut hier einmal mit kombinieren. Nochmal die tollen Windlichter. Auch hier mit den Wiesenblumen in diesem tollen, ja,
Sandelholzton, da könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, dass wir überlegt haben, was ist das für eine Farbe? Es ist so ein Puderton, es geht leicht ins Rosé so ein bisschen, aber auch so, ja, taub, aber taub ist eher zu braun, dafür strahlt es doch im gewissen Licht ein bisschen bärig, also dieser tolle, tolle, ja, Nude-Ton. Und da passt natürlich auch 1A die sandfarbene Cappuccino-Kerze in 10 cm rein, dann hat man da so einen schönen Farbton. Und da muss ich sagen, passt ja auch hervorragend dann die Karamellvase dazu. Carola, ich bin auch aus. Alles klar, bis Sonntag. Wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag. Genau. Ich wollte jetzt hier nochmal einmal zum Abschluss das gerne auch so zusammen dekorieren. Durchaus auch nochmal ein bisschen grün mit hin. Das finde ich auch sehr schön. Und ja, dann haben wir das auf jeden Fall auch dekoriert. Wobei ein bisschen gekürzt finde ich auch den Ton sogar noch passender. Ne? Oh ja, zu Karamell. Auch hier zu den Windlichtern. Oh ja. Oh ja, das sieht gut aus. So, meine Dekohasen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Ihr habt da hinten schon die tollen Bilder gesehen aus unserem Foto- und Videostream. Macht gerne auch nochmal das ein oder andere Foto. Und ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Ja, das Blumenmeer. Tat, glaube ich, auch gut bei den regnerischen Tagen. Wir haben jetzt noch richtig das Aprilwetter, ne? Sonne, Regen, Sonne, Regen und irgendwie wuselig. Deswegen Blumen tun auf jeden Fall der Seele gut. Deswegen dachte ich mir, das ist heute genau das Richtige für uns. Am Sonntag ist dann Vivi für euch da. Sonntag hat Vivi was Schönes für euch geplant und freut sich da auch schon auf euch. Ich hoffe, es geht alles gut. Weil Familie Weber alle, ne? Ja, da ein bisschen der eine stürzt, der andere ist verschnupft. Ich drücke euch die Daumen und wünsche auch allen anderen, die gute Wünsche gebrauchen können, natürlich die allerbesten lieben Wünsche mit viel Gesundheit. Und genau, dann freut ihr euch auf Vivi am Sonntag um 11 wieder live. So, ja, Bianca, also man kann ja zum Glück die Sachen sich nochmal wiederholt anschauen. So, alles klar, dann einen schönen Start in den 1. Mai. Tanz in den Mai heißt es bei uns in Hamburg. Freue ich mich auch schon drauf. Und ich gucke natürlich auch mal rein, was ihr Schönes macht. Also, ihr Lieben, einen schönen Abend an euch. Ciao.